Beschreiben Sie doch mal, wo Sie gewohnt haben während der Olympischen Spiele. Wir haben während der Olympischen Spiele in unserem Bootshaus in Niederschönweide gewohnt, was nachher enteignet worden ist. Das war gegenüber der früheren AEG. Das war ein Bootshaus mit einem ziemlich großen Gelände und drei Bootshallen und Aufenthaltsräume im ersten Stock. Und im zweiten Stock waren die Trainingszimmer. Es wohnten immer zwei Trainingsleute zusammen. Wir hatten allerdings keine Zentralheizung und konnten nur im Sommer draußen wohnen. Also wenn das Training begann, zogen wir raus. Und im Herbst, wenn das Training vorbei war, blieben wir noch, solange das Wetter es noch erlaubte. Und dann ging jeder seiner Wege und wieder nach Hause. Und im Winter trafen wir uns in einem Bootshaus zum Kastenrudern oder zum Waldlauf, also zum leichten Wintertraining. Da hatten Sie ein schönes eigenes Haus. Während der Spiele, da haben Sie doch dann bestimmt auch Besuch bekommen von anderen Sportlern, um bei ihnen zu feiern oder so. Nein, gar nicht. Es war so, dass wir die Ruderkämpfe ziemlich zum Schluss waren. Und wir trainieren mussten und uns irgendwelche Feiern oder Besuche gar nicht leisten konnten. Ja, es störte unser Training. Das war das Schlimme. Wenn Sie etwas haben wollen von der Olympiade als Aktiver, dann müssen Sie Ihre Rennen am Anfang haben. Und dann können Sie etwas haben, dann können Sie sich was ansehen. Also wir waren nur zweimal im Olympiastadion zur Einweihungsfeier und zur Schlussfeier. Zur Schlussfeier waren wir da, da wurden wir geehrt, da wurden die Ruderer geehrt noch. Und zur Einweihungsfeier mussten ja alle hin. Und Sie wissen ja, auch heute ist es so, bei den Einmärschen, die Athleten, die am nächsten Tag oder übernächsten Tag Wettkämpfe haben, die erscheinen nicht, die sind ja nie vollzählig. Ja, man muss das trainingsbedingt sehen, wer nur noch trainieren muss und bis zum Schluss. Der hat nichts von der Olympiade und sieht nicht viel. Beschreiben Sie doch bitte mal, wie das war, diese Eröffnungsfeier und die Schlussfeier. Was geschah da? Wie wirkte das auf Sie? Ja, zur Eröffnungsfeier wurden wir ja nach der Meisterschaft wurden wir erstmal eingekleidet. Da kriegten wir die Olympiakleidung oder war Maßkleidung. Und zur Eröffnungsfeier wurden wir hingefahren. Wir hatten einen Bus zur Verfügung, die ganze Zeit, einen Mannschaftsbus. Und da wurden wir hingefahren und dann das übliche Warten und die Aufstellung und dann kam der Einmarsch, ja, der war sehr, sehr anstrengend war, dann zog sich ja über Stunden hin und das Rumstehen, das war ja nicht gerade so sehr gut für unsere Form und für unser Training. Etwas Lustiges, was da passierte auf der Einweihungsfeier, war, wir marschierten hinter den Amerikanern ein. Und wir standen dann, bei der Aufstellung standen wir dann so nebeneinander. Und die Amerikaner hatten Strohhüte und wir hatten Mützen. Und die wurden dann eifrig ausgetauscht. Die wollten unsere Mützen haben. Und wir wollten ihre Strohhüte haben. Wurde dann so unterhand so ausgetauscht.